Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Guild Wars 2 mit mir und Zero zusammen. Hallo! Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Entschuldigung. Ja, und das erste Thema, was heute sein wird. Wir haben zwar noch nicht herausgefunden, wer Yuri jetzt eigentlich war, die uns, er oder sie, selbst das weiß ich noch nicht, die uns da versucht hat zu helfen. Erstmal natürlich danke. Und gleichzeitig auch Entschuldigung, denn die liebe Yuri hat sich nochmal bei uns gemeldet, beziehungsweise bei mir. Hi Reggie, von eurer Reaktion war ich ein wenig enttäuscht, weil in Folge 6 den dunklen Dornenfleck da, habt ihr euch auch gewundert, warum nichts passiert ist. Und dann kam noch deine Aussage, dass ihr noch nicht herausgefunden habt, was die Heldenherausforderungen eigentlich sind. Allerdings habe ich Zeros Aussage auch fehlinterpretiert, dass mein Reittier gemeint war. Das war ein Greif. Allerdings kann man die Reittiere nur in Path of Fire holen. Das ist das zweite Addon und die sind accountweit verfügbar. Grüße, Yuri. Wie gesagt, erstmal natürlich Entschuldigung, weil ich glaube, Zero ist da wahrscheinlich genauso wie ich. Denn wir haben uns eigentlich nur gewundert, weil wir wussten halt einfach nicht, auf welches Thema du hinaus wolltest. Ja, du hast einfach losgelegt und dann es war halt nicht wirklich ersichtlich für uns, was du von uns wolltest. Ich verdiene eine Auszeichnung. Richtig, und dann darfst du halt auch immer nicht vergessen, dass wir ja immer eine Woche dazwischen haben zwischen den Aufnahmen. Das heißt, manchmal wissen wir auch einfach nicht mehr, was eigentlich beim letzten Mal wirklich passiert ist. Deswegen also von meiner Seite auf jeden Fall nochmal ganz, ganz großes Entschuldigung dafür. Ich hoffe, du bist nicht zu böse. Und ansonsten, am besten wirklich so eine Tipps. Habe ich ja bei mir auch jemanden, der ganz nett Kommentare schreibt. Immer schön in die Kommentare unter das jeweilige Video, weil dann wissen wir auch, was damit gemeint ist. Ja, und das hilft auf jeden Fall besser. Wenn ihr uns in der Welt seht, könnt ihr auch erstmal schreiben, Hi Zero oder Hi Reggie. Dann wissen wir auch schon mal Bescheid, dass ihr Zuschauer seid und nicht irgendwelche random Leute, die uns anquatschen. Ja, das ist auch immer ein bisschen schwierig zu sehen, ja. Was ist eigentlich mit der hier? Ich weiß nicht, ich kann keinen Kupfer mehr tragen, weil ich brauche einen Händler. Ganz. Helft den Lautlosen mit dem Albtraumhof fertig zu werden. Achso, eine Quest hier. Achso, das ist einfach nur so eine Random-Quest, cool. Ich weiß nicht. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, was das. Das ist das Herz auf der Insel da hinten. Ah, okay. Okay. Ja, wir hatten uns überlegt, die persönliche Geschichte zu machen heute. Und wir würden mit Reggies persönlichen Geschichte anfangen. Ne? Genau. Meine persönliche Geschichte ist zweigeteilt. Wenn ich das richtig gesehen habe. Oder? Letztens hatte ich noch zwei grüne Punkte. Jetzt habe ich nur noch einen. Ja, dann würde ich sagen, reisen wir mal hin. Da wird wahrscheinlich auch ein Händler sein. Richtig. Also wir müssen jetzt, also wenn wir eine Wegmarke haben, müssen wir zur Wegmarke Astorea erstmal. Ein Dorf Astorea, ne? Ja, die Wegmarke heißt so. Achso, okay. Okay, ich teleportiere mich hin. Tschüss. Was? Hä? Was hast du jetzt gemacht? Ich teleportiere mich hin. Aber wie bist du jetzt so schnell weggekommen? Teleport. Ja, wie denn? Auf die Map gedrückt. Kannst du es einfach von der Karte ausmachen? Ja. Ach so. Ich dachte, wir müssen erst so ein Ding suchen. Ja. Dann natürlich so. Ist das hier dein persönliches? Du bist noch gar nicht hier, ne? Nee, jetzt bin ich gerade hier. Nee, da hinten, ja. Guck, warte hier. Ja, wird mir angezeigt, die Troller hier. Ach so. Das da. Ah, okay, aber hier, die will mit uns sprechen hier. Wer? Ja. Ach, dass die alle mit uns sprechen wollen. Ach, da, ja. Verzeiht, ich würde gerne mit euch sprechen. Ja, macht doch. Ihr habt euch wacker geschlagen, mein Freund. Ihr seid auf dem rechten Weg, euren Platz in der Welt zu finden. So eine Aufmerksamkeit suche, ey. Echt? Na pü, ist wahrscheinlich noch dieser Trigger, wenn du hier anfängst. Achso. Na gut, lass uns kurz zum Händler. Du wolltest ja Händler. Lass uns händeln. Nee, ja, wir händeln alles. Ja, und ihr seht, also meine Kleidung ist so gar nicht mehr bunt.
Ja, ich habe noch meinen alten Rock an, also von daher passt das schon. Wer sucht? Ja, sei froh. So, verkaufen. Würden die Sterne euch leiten? So, erstmal natürlich den Schrott loswerden. Das Wichtigste, dann. Oh Gott. Soll ich mir Kupfererz verkaufen? Was sagst du? Ja, doch Metallerz. Also die 80er sollen wir verkaufen oder können wir verkaufen, wurde gesagt? Ne, wiederverwerten. Ja? Okay. Nicht verkaufen, wiederverwerten. Wir sollten uns deswegen, also danke da in der Hinsicht nochmal an Nine. Wir sollen da nämlich bei den Händlern, gibt es irgendwo so eine Wiederverwertungs... was auch immer. Ich werde mir auf jeden Fall nochmal einen Lederbeutel gönnen. Vielleicht gönne ich mir auch zwei Lederbeutel. Nee, einer nur. Einen kann ich mir auch noch kaufen, ja. Das ist eine gute Idee. Oh Gott, 400 Edelsteine für den letzten Taschenplatz. Okay. Der ist gesperrt. Ja. Oh, ach so. Oh, toll, jetzt habe ich mir umsonst eine Tasche gekauft. Kaufe ich sie wieder. Dann verkaufe ich sie wieder. Ich kann sie nicht verkaufen, so. Cool. Ja, das ist natürlich ganz praktisch. Passt auf euch auf. Ja, das ist mit Absicht wahrscheinlich. Ja, habe ich jetzt zerstört, so. Mal ein bisschen Ordnung schaffen. Meine Zweihandwaffe werde ich erstmal behalten. Gott, ich muss hier so viel Kram machen. Meistwerk, Kriegshorn, okay. Okay. Das kann weg. Die Schuhe kann ich tragen, ne? Ja. Sehr schön. Ich muss hier Ordnung schaffen. So grausam. Mach das. Ich suche gerade irgendeinen Händler, der vielleicht sowas. Ja. Keine Ahnung, der sowas verkaufen könnte. Aber ich glaube hier irgendwie nicht. Ja, das wird erst später wahrscheinlich kommen. Komm, lass uns deine persönliche Geschichte machen. Ja. Falls ich überhaupt mitkommen kann. Mal gucken. Also ich meine, wir sind ja immerhin in einer Gruppe. Mal sehen. So, habe ich denn jetzt wenigstens... Ja gut, wenigstens ein bisschen Platz habe ich jetzt wieder. Gott, die Hainhüterin nervt, die will mich immer noch sprechen. Tja. Such dir ein Leben! Ruhe, ey. Oder ein Freund. Der da vorne läuft, ist meiner. Finger weg. Immer hier klare Grenzen ziehen, ne? Hier wahrscheinlich so. Rein, ne? Na, theoretisch nicht, hier in das Tor. Ach, in das Tor? Ja. Ich weiß nicht, ob du auch rein kannst? Der Hain. Genau. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Mal sehen, mal sehen. Wird aber lang geladen, hoch. Ja, irgendwie schon. Ach, guck mal, das ist noch eine Sehenswürdigkeit. Was? Sehenswürdigkeit? Keine Ahnung. Die Pfeile zeigen nach unten. Nekrolitenbucht. Tor des Meeresreiters. Exerzierplatz. Ach, da, ein Panorama. Ah, oh, ein Panorama! Ja, wo ist das? Zero ist natürlich wieder vorgelaufen. Ja, ich hab's gefunden. Hihi. Glaube ich. Oder nee, das ist bloß eine Händlerin. Ich kletter, glaube ich, gerade den Baum richtig hoch. Wird hier oben sein. Ja, schätze. Nein, nicht schon wieder oben. Ja, und jetzt habe ich übrigens auch meine FPS wieder hochgestellt, weil mir gesagt wurde, dass das an meiner CPU liegt. Achso, also ich bin oben. Ja, schön. Ein sehr, sehr CPU-lastiges Spiel ist. Ja. Ach da, oh Gott. Auch schon wieder so hochsprechen. Das ist aber nicht so schwer, das ist nicht so schwer. Ja, nicht so schwer wie das andere Event, das stimmt. Das kann sein. Trotzdem, ich stelle mich doch immer so an beim Springen. Eggies Geschenk ist gerade angekommen. Ja, deswegen sorry für diesen komischen Break gerade. Yay. Er kann ja einfach, also, weißt du, in der Zeit, wie ich hier hochspringe, kannst du ja einfach allen erzählen, was ich geschenkt bekomme. Okay, sie bekommt geschenkt. Und jetzt kommt's. Ja? Eine Decke für die Katze. Nein!
Ich bekomme Geschenke für die Katze. Ja, genau. Könnt ihr mal sehen, wie lieb mein Freund mich hat. Das Ding ist ja, Mr. Flauschig liegt gerne auf ihrer Decke. Deswegen habe ich mir gedacht, ich schenke ihr einfach eine neue Decke, damit die andere Decke die Katze nehmen kann. So. Genau. Es ist also, das ist Zero, ne? Zero weiß immer, was zu tun ist. Genau. So. Ich bin da. Okay, ich drücke F. Oh. Ja. Wie wir da oben stehen und uns angucken. Ja. Ein Weg. Oh, sieht das schön aus. Der Baum, wo alle geboren werden, ne? Ja. Voll schön. Oh, voll schön. Suizid. Hui. Also halb Geronimo. So, Karma, was hast du denn hier zu verkaufen? Nix. Macht und Ruhm. Nutzt den Moment. Basilikum, Paprika, Ingwer. Es sind hier zwei verschiedene Händler. Weiß nicht, vielleicht haben die zweimal andere Ware. Ruhm mit Herbstnektar. Aha. Oha. Plus 10% Erfahrung für besiegte Gegner. Da, guck mal. Hier, da ist es doch, das Wiederverwertungskit. Verbrauchsgehen. Doppelklick, um aus einem Gegenstand in eurem Inventar Handwerksmaterialien wiederzuverwerten. 10% Chance auf seltenere Materialien. 20% Chance, Aufwertung zurückzuerhalten. Was ist das Meister? Wiederverwertungskit oder was? Ein einfaches. Ja, stimmt, es gibt hier. Oh, ich hätte die weiße Rüstung wahrscheinlich verkaufen können. Ach so. Lass mich deiner Weisheit teilnehmen. Was ist los? Na, du siehst doch dieses Einfache, das ist weiß. Dann siehst du das Edle, das ist blau. Dann das Grüne, das Gesellen-Dings. Mhm. Und das Meister-Wiederwertungskit. Ich glaube, du kannst nur die jeweils für die jeweilige Rüstungs... Ich weiß nicht, wie sagt man dazu? Rüstungsklasse, Rüstungsseltenheit? Nee, ich glaube nicht. Ja, immer verschiedene Prozentanzahlen. 20% Chance auf Aufwertung zurückerhalten. Und hier ganz unten sind 80%. Ach so. Ja, gut, okay. Dann hast du hier 10% auf Chance auf seltene Materialien und ganz unten hast du halt 25%. Okay. Dann würde ich sagen, ich nehme das da. Ich nehme das Blaue, ich nehme das Edle. Mal gucken, 25 Stück. Ach, guck mal hier, genau, können wir noch neue Werkzeuge kaufen. Ich glaube nämlich, dass immer, weil wir haben ja 25 nur bekommen. Mhm. Und ich glaube, dass die sich immer abnutzen. Ich kaufe mir das Meister wieder für Werbungskit. Boom. Kannst du mir leisten. Hast du so viel Geld? Ja. Cool. Ich nicht. Bin rich. So. Warum geht es nicht? Alles aus den Kategorien Edel und darunter wiederverwerten. Alles aus den Kategorien Meisterwerk und darunter wiederverwenden. Achso. Siehst du, du kannst, sag ich doch, das hat was damit zu tun. Hä? Ach nee, ja, nee, alles klar. Stufe 6 ist wahrscheinlich einfach nur nicht gut genug. Seid ihr sicher, dass ihr zwei Gegenstände wieder verwerten wollt? Ja. Das ist reines Können. Und eine Rune Mithrilerz, okay. Nice. Okay, ich habe komisches Zeug bekommen, ich weiß nicht, was das ist und ist mir auch egal. Aber was ist damit? Ein Handwerksmaterial. Mal gucken. Bin echt gespannt. Jute-Reste. Och Mann. Ich meine, da würdest du ja alles dann eh nicht brauchen. Na, ich habe einen Gegenstand in meinem Inventar, den ich brauche. Das ist der präzise, geschmeidige Holzfokus. Aber den will auch gleich mit wegmachen. Gut, dann warte ich ab, bis ich den verwenden kann. Bei mir kann ich alles einzeln anklicken. Ja? Ja. Also wenn ich einen Doppelklick mache. Achso. Und dann kann ich alles einzeln anklicken, was ich will. Dann mache ich das doch auch. Ja. Cool. Also auf jeden Fall natürlich danke für den Tipp. Essenz des Glücks.
Oh. Ich habe ganz viel Zeug bekommen, von dem ich keine Ahnung habe. Ich benutze einfach mal irgendwas. Also jetzt habe ich auf jeden Fall mehr Glück. Das ist immer schön. Glück ist immer gut. Was? Du hast dann was benutzt? Doppelklick zur Anwendung auf eine Waffe. Sigille können nicht mit Sigillen beliebigen Ranges, okay? Um 10 Glück zu erhalten, okay? Habe ich jetzt 40 Glück? Ja, siehst du. Essenz des Glücks, um 50 Glück zu erhalten. Cool. Jetzt habe ich insgesamt 80 Glück bekommen. Kann zu Kupferbaren oder zusammen mit Zinn Bronzebaren verarbeitet werden, okay. Ganz viele Sachen, für die ich keine Ahnung habe. Ja, das ist nicht so schlimm. So, und jetzt kann ich das eine Schwert nämlich verkaufen, weil das geht nicht zu wiederverwerten. Nutzt den Moment. Hast du auch so ein komisches Buch? Ein Buch des Erwachens zum Licht? Nö. Okay. Okay, wieso kann ich das Schwert... ach so, oh Gott. Jetzt weiß ich, warum ich das Schwert nicht verkaufen kann. Hihi. Das ist ja mein Nahkampfschwert. Da war ja was, ich kann doch die Waffe wechseln. Nee, ich habe kein Buch. Mehr Pfeilchen, weniger Leid. Lest diesen Florianten, um Zugriff auf einen Satz seltener Sammlung zu erhalten. Dieser antike Floriant beschreibt altehrwürdige Begräbnisriten, durchgeführt unter Aufsicht eines allwürdigen Verwalters. Okay. Wenn ich da drauf drücke, steht da, dies ist mein Versuch, die kunstvollen Begräbnisrituale zusammenzufassen, mit denen man die gefallenen Angehörigen der altehrwürdigen Dynastie erhielt und ehrt. Ich hoffe, dass man diese Riten eines Tages erneut durchführen wird und ich sie beaufsichtigen darf. Wo ist die Verfasserin dieses Florianten jetzt? Menschen sieht man hier selten. Was führt euch zum Heil? Ach du heilige Scheiße. Um die Wahrheit zu sagen, ich bin falsch abgebogen. Siro, guck dein Video. Ich wollte eigentlich nach Löwenstein. Da seid ihr völlig falsch. BTF? Ihr findet wohl nicht mal euren Mund, wenn ihr Hunger habt. Die ist im Dampfsporngebiet. Im 55 bis 65 Gebiet. Ach naja, das dauert ja dann noch eine Weile, ne? Ja. Naja. Ach ja. So. Also, für meine persönliche Geschichte müssen wir hier übrigens hier runter. Okay. Dann tun wir das mal. Haben jetzt ziemlich lange jetzt hier rumgehockt. Ja, ich muss sagen, auch, also, es tut mir natürlich echt leid, dass wir jetzt so. Tja. Ja, das Spiel ist schon ziemlich zeitintensiv, muss man sagen, ne? Ja, aber ich finde es auch gut so. Also, man hat tatsächlich, also, man muss sich auch irgendwie schon wirklich die Zeit nehmen, um das alles zu erkunden. So, und ich glaube, wir müssen den Fahrstuhl nehmen. Fahrstuhl? Ich habe Münzen aus Löwenstein. Der Markt dort ist unglaublich. Runterfahren? Wieso runter? Wollen wir runterfahren? Ach so! Ach, da runter! Oh, der Fahrstuhl ist voll cool. Oh, das sieht alles so geil aus, wirklich. Ich finde das so krass. Wow. Mir tut es nur unheimlich leid, dass gerade bei mir alles so extrem ruckelt. Das ist echt nervig. Okay, hier sind überall noch Sehenswürdigkeiten. Panoramas, meine ich. Nein. Scheiße, ich guck mal auf die Karte. Ein Panorama, zwei, drei Panoramas. Sehenswürdigkeiten sind auch noch ein paar. Was ist das hier? Lorbeerkauffrau. Was ist denn das hier? Was gibt's denn hier alles? Nur voll cool. Wegmarke. Okay, also wir sind jetzt praktisch in dem Baum drin. Ein Mensch ist im Hain. Schon gehört. Ich möchte was bist du? Nach ihm suchen. Kannst du deine Sachen reparieren? Ach so. Ja gut, nö. Ich habe jetzt, glaube ich, nichts, was repariert werden müsste. Wollt ihr weiterreisen nach Theresa des Träumers? Instanz betreten? Was? Nach was? Bei mir steht da Ruf der Pflicht. Terrasse des Träumers. Einmal dort. Okay. Also musst du jetzt woanders hin als ich? Ist es zufällig vielleicht auch der Ort, wo du deine persönliche Geschichte erkunden musst? Nö, meine Quest ist noch am Anfang in Astoria. Okay.
Also ja, warum? Wollen wir erstmal reingehen und gucken, oder was? Naja, wenn's bei dir... Na, wieso? Du hast doch da jetzt was anderes zu stehen als ich. Ja, aber das bringt doch gar nichts, wenn wir deine persönliche Geschichte deswegen nicht machen können. Ja, na, aber wenn du jetzt eh nicht mitkommen kannst, ist doch auch blöd. Lass uns erstmal ja drücken, komm, scheiß drauf. Gucken wir mal, was passiert. Okay. Also ich komme jetzt auf jeden Fall bei dir mit. Das ist interessant. Terrasse des Träumers. Heimatort. Also ich bin sozusagen bei dir gekommen. Das hat jetzt mit mir nichts zu tun. Okay. Na gut, dann... Was ich aber jetzt auch nicht schlimm finde. Also wir können es einfach mal umgucken. Was hältst du denn davon? Okay. Warum nicht? Ich weiß zwar nicht, was wir hier machen sollen. Ich auch nicht. Gucken. Angucken. Du bist doch sonst immer so... aktiv, ja, aber nur, wenn ich ein Ziel habe. Nur, wenn ich ein Ziel habe. Erkunden. Oh, das Ziel ist, gucken, was hier los ist. Ich schwimme. Ah, ich sehe schon. Ich habe Pfeil auf der Karte. Ich laufe einfach den Weg entlang. Den Pfeil hinterher. Sprech mit der Heilkundigerin Aviala. Ist übrigens wahrscheinlich das... Ach nee. Guck mal. Das ist ja doch meine... Also das ist jetzt gerade ein bisschen verwirrend. Guck mal hier, das ist doch meine Quest. Nee. So habe ich in Richtung der Hain verlassen. Das steht bei mir auch gerade. Wollen wir einfach ja drücken? Komm. Ich habe keine Ahnung, da war was Grünes. Da habe ich raufgedrückt. Na gut, dann, hier so. dann geh du mal rein und ich trete dann an deine Instanz bei. Ich sah sie. Ja. In ihnen steckt große Weisheit. Spürte von ihnen nichts als kalte Leere. Die Nacht, als der Albtraumhof uns beschlich, war die finsterste, die ich. Okay, jetzt kommt hier nichts mehr. Ja, wie komisch. Vielleicht kann man dann irgendwie einmal im Monat rein oder so, weißt du. Schneller gerannt als die anderen. Da, endlich. Oh Gott. So, komm. Guck mal. Oh, das sieht cool aus. Der wunderschöne weiße Hirsch. Abgesehen davon, dass wir übrigens schon wieder am Ende sind. Ja. Wisst ihr, was gemein ist? Ach, guck mal, wir sind genau an der gleichen Stelle wie vorher auch. Ja. Wir sind halt nur in die Instanz gegangen. Es ist einfach nur anders. Wir sind einfach nur in die Instanz gegangen, ja. Ja, aber die hieß ja jetzt anders. Naja. Wahrscheinlich ist das die persönliche Geschichte, die dann so heißt. Naja. Jetzt ist auch die Quest bei mir anders. Jetzt heißt es nämlich, sprecht mit Kate bei der Terrasse des Träumers. Aber meine Lieben, ich würde sagen, das machen wir morgen. Oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja, na dann würde ich sagen, haben wir leider nicht so viel gemacht, weil wir die ganze Zeit rumgucken mussten und alles erkunden müssen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.